Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, wie wir ganz einfach und easy in Windows Rechte bzw. Systemrechte, Adminrechte zuweisen bzw. bekommen können. Werde ich euch ganz einfach heute Step für Step zeigen. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich megamäßig über ein Like, Abo und Kommentar freuen. Euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude. Also warum nicht? Genau. Dann starten wir aber direkt ins Video rein. Und zwar wir benötigen zuallererst mal die Windows-Suche und können hier dann ganz einfach eingeben Benutzer. Und dann können wir hier schon unten auf den Punkt von den Einstellungen wechseln und zwar weitere Benutzer hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. Rein theoretisch könnten wir das auch über die Systemsteuerung machen. Ist aber hier, denke ich mal, einfacher. Das heißt, wir gehen einfach mal auf diesen Punkt hier. Könnten wir rein theoretisch auch einfach über die Einstellungen erreichen, indem wir hier auf Konten drücken. Dann sollte sich das so hier öffnen und dann haben wir hier die bei andere Benutzer die Möglichkeit, diverse andere Benutzer festzulegen und deren Kontenoptionen zu ändern, das heißt den Kontotyp zu ändern, falls das Ganze jetzt kein Administrator ist. In meinem Fall ist es jetzt hier schon ein Administrator und dieser Account ist auch ein Administrator. Kann ich ganz einfach hier auf Kontotyp ändern drücken und dann kann ich hier den Kontotyp auswählen. Da muss ich noch gegebenenfalls mit Passwort bestätigen oder mein Microsoft-Passwort eingeben, falls ich das mit einem Microsoft-Konto verbunden habe, wie auch immer. Und dann mit OK bestätigen eben. Und dann sollte das Ganze schon als Administrator zugewiesen worden sein. Und ihr könnt mit dem Konto genauso alles machen. Genau. Mehr ist das Ganze gar nicht. Ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze weitergeholfen hat. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like, Kommentar, Abo. Wenn nicht, unbedingt einen Kommentar da lassen, dann finden wir sicher eine Lösung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und Baba.